Denn eins ist klar, wenn du deine Angst nicht auflöst, ziehst du im Endeffekt genau das in dein Leben, wovor du Angst hast. Umso wichtiger ist, jetzt den Schalter umzulegen und in das Positive zu kommen. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. In diesem Video geht es um das Thema Existenzangst bzw. Existenzängste und am Ende dieses Videos zeige ich dir, wie du diese wirklich effektiv und dauerhaft auflösen kannst. Ja, gerade in der heutigen Zeit ist das Thema Existenzangst natürlich extrem im Vordergrund. Meine Praxis ist voll von Klienten, die unter Existenzängsten leiden. Gerade jetzt im Bekannten- und Freundeskreis viele Unternehmer, gerade eben die Selbstständigen sind betroffen, haben ihren Job verloren oder sie haben ihr Unternehmen schließen müssen, machen nicht mehr die Umsätze, so wie sie sie früher gemacht haben. Und das löst selbstverständlich natürlich enorme Ängste bei den Betroffenen aus. Ich denke, du wirst mit Sicherheit auch viele Menschen kennen, die unter solchen Existenzängsten leiden. Und das, was natürlich viele Klienten auch berichten, ist Folgendes. Sie entwickeln dann irgendwann körperliche Symptome. Sie haben beispielsweise Probleme mit dem Herzen oder sie haben Magenprobleme oder sie kriegen Asthma oder ein Bekannter hat jetzt Panikattacken bekommen. Alles ausgelöst eben genau durch diese letztlich traumatische Erfahrung, dass du ja deine Firma verloren hast oder deinen Job verloren hast oder aber möglicherweise auch zum Beispiel von einem Jobverlust bedroht bist, ja, dass die Firma, wo du arbeitest, eben jetzt abbauen will und Stellen abbauen will. Und das löst natürlich speziell bei den Vätern, also bei den Männern, sehr häufig Existenzängste aus, weil sie natürlich ihre Familie ernähren wollen und müssen. Und das Problem ist, wenn du natürlich jetzt nicht deine Ängste, deine Existenzängste auflöst, kommt es zu einer Spirale nach unten. Das heißt, die Ängste werden letztlich immer mehr, die Spirale geht weiter nach unten. Irgendwann hast du dann Angst vor der Angst und dann ist sozusagen die Dauerangst vorprogrammiert. Insofern ist es wichtig, diese Angst aufzulösen, um eben auch deine körperlichen Symptome oder auch psychische Probleme eben zu lösen und um wieder in dein Potenzial auch zu kommen, in deine Kreativität zu kommen. Denn eins ist klar, wenn du deine Angst nicht auflöst, ziehst du im Endeffekt genau das in dein Leben, wovor du Angst hast, weil du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, oh Gott, ich verliere meinen Job, ich verdiene nicht genug Geld, es geht alles den Bach runter und so weiter. Und das ist die Spirale, die ich meine. Du bist nur in dem morphischen Feld, in dem morphogenetischen Feld von Angst und ziehst genau das an. Umso wichtiger ist, jetzt den Schalter umzulegen und in das Positive zu kommen. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Also, zunächst einmal, du machst dir klar, was genau ist deine Existenzangst? Also du kannst natürlich, wenn du jetzt anfängst zu klopfen, das zeige ich dir gleich, kannst du erstmal ganz pauschal anfangen und deine Existenzangst oder deine Existenzängste zu beklopfen. Und zwar machen wir das im Wesentlichen jetzt mit 6 Punkten, die zeige ich dir jetzt eben. Du fokussierst, und das ist wichtig, auf die Angst, die du jetzt aktuell hast. Und die muss jetzt auch aktuell da sein. Also bitte nicht eine Angst nehmen, die du vielleicht gestern hattest oder mal morgen bekommen wirst, sondern nimm die Angst, die du jetzt aktuell gerade spürst, die du fühlst. Das ist ganz wichtig. So, und angenommen, du hast jetzt eine Existenzangst, die du spüren kannst und fühlen kannst. Du kannst das noch in einer Skala von 0 bis 10 einschätzen. Also 0 wäre Angst aufgelöst, 10 wäre voller Anschlag, volle Existenzangst. So, und jetzt fängst du eben an zu klopfen mit deinem Klopfsatz, zum Beispiel Anfang der Augenbraue, die Seite ist ja egal, das kennst du vielleicht aus den anderen Videos, meine Existenzangst, also du sprichst den Satz einmal pro Punkt aus und klopfst dabei, meine Existenzangst, meine Existenzangst, meine Existenzangst. Dann gehst du hier auf den wichtigen Nierenpunkt, Niere 27 und klopfst wieder meine Existenzangst, meine Existenzangst. Du konzentrierst dich die ganze Zeit auf das Gefühl, kannst dabei vielleicht auch die Augen schließen, wenn du selber klopfst und immer wieder meine Existenzangst, meine Existenzangst. Okay,
Achte jetzt darauf, während du klopfst, ob sich möglicherweise das Gefühl verändert. Die Angst kann sehr schnell sich verändern, zum Beispiel in Ärger, dass du dann zum Beispiel merkst, ah, jetzt bin ich gar nicht mehr ängstlich, jetzt bin ich ärgerlich. Jetzt merke ich, da ist ein Ärger auf meinen Chef, auf die Politiker, auf die, was auch immer, die jetzige Situation. Dann wechsel auf das Gefühl, was in den Vordergrund kommt. Also sagst du, mein Ärger auf den, mein Ärger, mein Ärger, mein Ärger, mein Ärger, mein Ärger. Gut, zweiter wichtiger Tipp jetzt. Und zwar kann es sein, dass du deine Existenzangst ein bisschen genauer benennen musst. Ja? Und das bedeutet, eine Existenzangst ist eben nicht nur eine Existenzangst, sondern dahinter verbergen sich noch ganz viele andere Ängste. Und ich lese dir einfach mal so ein paar vor, die habe ich hier aus meiner App. Und zwar ganz oben an, natürlich, ich habe Existenzangst, das kannst du klopfen. Aber es kann auch sein, dass du sagst, okay, ich habe Angst vor der Zukunft. Dann klopf das. Ja? Oder ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Oder ich habe Angst, in meinem Alter keinen Job mehr zu finden. Ich habe Angst, meine Familie nicht mehr ernähren zu können. Ich habe Angst, kein Geld mehr zu verdienen. Ich habe Angst, meinen Lebensstandard nicht mehr halten zu können. Oder ich habe Angst zu verarmen. Dann, dass alles den Bach runtergeht, dass die Welt untergeht, dass die Wirtschaft zusammenbricht. Angst, dass ich pleite gehe, dass ich Konkurs mache, dass ich Insolvenz anmelden muss. Keine Aufträge mehr zu bekommen. Meine Angst vor dem Leben allgemein. Dass wir in eine Rezession kommen. Dass ich meine Rechnung nicht mehr bezahlen kann. Mein Haus zu verlieren. Meine Miete nicht mehr zahlen zu können. Angst vor Kurzarbeit. Und so weiter. Das bedeutet, du musst gucken, welche Angst ist wirklich konkret bei dir im Vordergrund. Und dann klopfst du genau die Angst. Ja? Dann gehst du eben von der allgemeinen Existenzangst, gehst du dann zum Beispiel auf den Satz, okay, meine Angst, meine Miete nicht mehr zahlen zu können oder meine Angst, pleite zu gehen und so weiter. Und klopfst das, bis du merkst, du bist auf Null, dass du keine Belastung mehr spürst. Ganz wichtig. Das darf nicht mal bei 1 oder 2 sein, sondern du musst wirklich auf Null sein. Denn wenn du nicht auf Null bist, ist noch irgendwo ein kleiner Rest von irgendeinem anderen Thema. Das kann Ärger sein, das kann eine Trauer sein, denn das kann auch dabei hochkommen. Während du klopfst, kommt möglicherweise eine Trauer hoch, dass du deinen Job verloren hast. Oder deine Scham oder dein Schuldgefühl, dass du deine Familie jetzt plötzlich nicht mehr so ernähren kannst wie bisher, wie davor. Auch das bitte klopfen. Denn ganz wichtig, all diese negativen Gefühle, sag mal, belasten dich emotional und körperlich und sollten eben aufgelöst sein. Insofern gebe dieses Video weiter an Freunde, Bekannte, die davon auch betroffen sind, damit die eben auch davon profitieren können. Und ich denke mal, sie werden dir dankbar sein, dass du ihnen das weiter empfohlen hast. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.